Bei Deutschlands WM-Stolperstein Südkorea will Verbandschef Chung Mong-Yu die Suche nach einem neuen Fußballnationaltrainer mit einem Millionenzuschuss erfolgversprechender gestalten. Der Hyundai-Erbe stellt aus seinem Privatvermögen umgerechnet rund 3 Millionen Euro zur Verfügung, um einen kompetenten Trainer aus dem Ausland als Nachfolger von Shin Tae-yeon verpflichten zu können, wie der südkoreanische Verband KFA am Freitag bestätigte. Shins Vertrag war Ende Juli ausgelaufen und nicht verlängert worden. Trotz des 2:0 Abschlussgubs in der WM-Vorrunde gegen den gescheiterten Titelverteidiger Deutschland waren die Asiaten nach vorherigen Niederlagen gegen Schweden und Mexiko in Russland nach den Gruppenspielen ausgeschieden. Shin hatte Südkoreas Trainerposten erst vor Jahresfrist vom deutschen Ex-Nationalspieler Uli Stielicke übernommen. Derzeit werden mehrere namhafte Trainer als Kandidaten für Shins Nachfolge gehandelt. Die besten Chancen sollen dabei Irans portugiesischer Nationaltrainer Carlos Queiroz, Mexikos zurückgetretener WM-Coach Juan Carlos Osorio, Kolumbien und Zlatko Dalic vom WM-Zweiten Kroatien haben.